Zone. Und das ist eigentlich mein kleines Start-up-Baby, das es jetzt seit 2 Jahren gibt. Und ich liebe es. Es ist mein Leben. Ich habe grundsätzlich einmal das Gefühl, ich muss den Leuten zeigen, wie man gesund essen tut. Weil heutzutage, wo man so schnelllebig lebt und so einen Stress hat, drückt man sich irgendwo im Zug schnell etwas rein. Und ich habe so ein bisschen den Tick. Ich will allen zeigen, wie man gesund essen tut und dass es Spass macht und gut schmeckt. Bei einem guten Smoothie ist die Balance zwischen Gemüse und Fruchtanteil sehr wichtig und dass ein bisschen einen Säurenanteil hat. Also entweder ein bisschen Zitronen oder ein bisschen Orangen, einfach damit es einen runden Geschmack gibt. Und das Erste ist halt die Farbe, oder? Es muss eine schöne Farbe geben am Schluss und das Zweite ist der Geschmack, oder? Grundsätzlich mischt man es, weil die meisten Leute reine Gemüsesäfte nicht gerne haben. Wenn man es mit Gemüse mischt, hat es halt automatisch wenig Fruchtzucker und ist meiner Meinung nach einfach gesünder. Um die Säfte gesünder zu machen, kannst du extrem viele verschiedene Sachen machen. Das eine ist halt die Art der Zubereitung, oder? Dass man es kalt pressen tut zum Beispiel und nicht zentrifugal. Kalt pressen wird das Gemüse und die Frucht langsam zerdrückt. Und wenn es zentrifugal ist, wird es halt zerschnetzelt. Und das andere ist halt saisonale Produkte verwenden, die gerade in der Saison wachsen und sehr vitaminreich sind. Wenn man mal die richtige Maschine hat, ist dann das Problem, wie man den Saft macht. Weil wenn man noch nie einen Saft gemacht hat, kann man dann wissen, wie es geht. Und die einzige Lösung ist, dass man es ausprobiert. Oder? Es ist einfach learning by doing. Meine Lieblingszutaten sind Zitrone und Ingwer und Limette. Weil es gibt jedem Saft einen extra Kick. Oder ein Saft schmeckt gut, aber wenn es noch ein bisschen scharf ist oder ein bisschen Säure hat, schmeckt er automatisch frischer. Und das ist mein Geheimrezept eigentlich. Und dann gibt es halt noch die kleinen Pulver, die ein bisschen wach machen oder entgiftet, die ich natürlich auch gerne reinmischen tue. Ich glaube, der ungewöhnlichste Saft ist der mit Aktivkohle. Auch aus dem Grund, weil es fast niemand gekannt hat und der pechschwarz ist. Und auch heutzutage, die Leute wissen nicht genau, was Aktivkohle ist und lassen sich sehr schnell abschrecken von der Farbe. Aktivkohle gibt es ja schon ewig lang, was die meisten Leute nicht wissen, und ist früher in der Medizin angewendet worden, in Tablettenform, wenn es einem schlecht gegangen ist oder Durchfall hat. Und was Aktivkohle macht, ist, es bindet Gift im Darm. Das heisst, wenn man irgendetwas oder geschluckt hat, wo nicht gut ist für den Körper, tut das aktive Kohle im Darm binden und ausscheiden.